Moment, ich muss mich mal sortieren. Tag auch und danke fürs Einschalten. Ich hatte auf Twitter gefragt, ob ihr einen Haul haben möchtet von Hannover. Ich war gestern mit meiner Mama in Hannover, ein bisschen bummeln und shoppen und war ein bisschen Drogerie einkaufen. Und am Tag davor war ich auch Drogerie shoppen. Und ich habe mir gedacht, ich fasse das alles so zusammen und zeige euch meinen Drogerie-Haul. Ja, ist so ein bisschen was zusammengekommen, weil es gab ja einige Prozente. Auch bei Rossmann gab es 30% auf alle Foundations, Puder und Blushes. Und ja, dann gab es noch so ein paar andere Sachen. Mit den anderen Sachen fange ich jetzt auch mal an. Und zwar unter anderem mit Damier. Und zwar hat Essence neue Lippenstifte. Die kommen, soweit ich weiß, auch in Standardsortiment. So Nude Farbene. Ich habe zwei Stück mitgenommen. Ich habe die erst bei Rossmann, glaube ich, gesehen, erst bei Müller. Egal, aber egal, wo ich war, Müller oder Rossmann, die waren komplett alle. Es gab Tester, aber alle, die da waren, waren angetascht, benutzt. Die sahen widerlich aus. Naja. Konnte man auf jeden Fall nicht kaufen. Bin nicht bereit, Geld für auszugeben, wenn die so aussehen. Also wirklich, benutzt, angedatscht, Macken drin, geht nicht. Geht gar nicht. Bei DM habe ich dann welche gefunden, die gut aussahen. Die waren sauber, die waren offensichtlich nicht benutzt. Und dann habe ich mir zwei Farben mitgenommen. Von dem hier gab es leider keinen Tester. Von denen ja. 2,25 haben die gekostet pro Stück. Das hier ist die Nummer 01, Wearing Only a Smile. Das ist so ein ganz, ganz heller Nude-Ton. Den sieht man auf meiner Hand auch gar nicht. Da. Den wollte ich gestern auch erst drauf machen, bevor, also als wir losgefahren sind nach Hannover. Aber meine Lippen waren zu trocken und dann sah das ganz, ganz schlimm aus. Deswegen war das nicht möglich. Ich habe das dann mit dem Finger so tuft und habe einen Gloss drüber gemacht und dann war es okay. Das ist der, den ich jetzt drauf habe. Das ist die Nummer 02, Porcelain Doll. Den finde ich wirklich wunderschön. Good job, Essence. Wer nicht reindrehen, Indiana. Das ist also die 02. Da. Die beiden habe ich also mitgenommen. Ich finde die Verpackung auch echt schön. Ich glaube, hab ich habe insgesamt fünf Farben. Aber ja, ich fand die zwei jetzt halt schön. Wir wollen ja auch nicht übertreiben, ne? So, dann habe ich ja, habt ihr schon gesehen, von Catrice auch schon einen Lip Liner, der mir sehr, sehr gut gefällt. Ich weiß gerade die Farbe nicht mehr. Ihr Vintage Rose oder so? Keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, nimmst du mal noch einen mit. Ach nee, Vintage Rose ist der, den ich in der Hand habe. Witzig. Ich habe irgendeinen anderen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, nimmst du mal noch einen mit. Und dann habe ich mir die angeguckt und die sahen auch, also der sah auch brandneu aus. Dann habe ich den auch mitgenommen. Hat gekostet 1,95. Ich male den mal auf meine Hand. Das ist der da. Super hübsch, finde ich. Der sieht sehr, sehr schön aus. Genau eine Diana-Farbe, ne? Allerdings, also der andere ist super cremig und weich auf den Lippen, aber der hier ist leider sehr, sehr hart und der ist nicht so gut, finde ich. Leider. Der andere ist toll, aber der hier ist nicht so klasse. Ich glaube auch, vielleicht, wenn man den so irgendwie. Ich werde das mal ausprobieren, wenn ich den beim Schminken so in meine Hosentasche stecke, dass das schon mal so angewärmt wird. Und dann, wenn ich fertig bin, dann, wenn ich ihn dann drauf mache, dann ist er so ein bisschen angewärmt ist. Vielleicht funktioniert das dann ein bisschen besser. So, dann war ich ja noch bei Rossmann. Zweimal. Einmal hier und einmal halt in Hannover. Wegen der ganzen Foundation-Geschichte und Puder und so, weil ich wollte eh neues Puder haben und ich wollte auch neue Foundation haben, weil ich drei Foundations aufgebraucht habe. Und ich wollte was Neues haben und ihr wisst ja, wie ich bin und ich will mal alles ausprobieren und so. So, und dann habe ich halt ein bisschen geguckt und war so am Schwanken zwischen der Catrice Nude Illusion und der hier. Ich hatte irgendwie am Abend vorher die Werbung von dieser hier gesehen und habe gedacht,
Irgendwie habe ich von der auch bisher nur Gutes gehört, also wollte ich die da mal ausprobieren und 30% weniger ist ja schon ganz geil. Also habe ich die mitgenommen in der Nummer 030 Sand, habe jetzt bezahlt 6,61 € dafür. Finde ich ganz cool und die passt von der Farbe auch echt gut. Hab die gestern auch getragen, als wir in Hannover waren und die fühlte sich ganz gut an auf der Haut. Also konnte jetzt nichts Negatives sagen. Die Farbe passte ganz gut, fühlte sich gut an, hat mattiert. Soll jetzt kein Review werden, aber bisher der erste Eindruck war ganz gut und hat auch nicht so gestunken wie diese andere mit dem blauen Deckel. Ihr wisst, was ich meine, ne? So, dann wollte ich noch. Puh. Dann wollte ich ja noch ein neues Puder haben, einen neuen Puder, ein neues Puder. Und war dann so am Rumgucken und irgendwie fiel mir dann die so ins Auge. Und ich meine, dass ich auch mal in meinen Kommentaren gelesen hatte, dass mir jemand diese empfohlen hatte. Oder das. Das ist das Soft Matte Loose Powder von Manhattan. Mattierend und fixierend. Ich habe jetzt die Nummer Beige mitgenommen, 02. Ich glaube, es gibt auch nur transparent und das. Es hat ein loses Puder. Und ich wollte eh mal irgendwie so ein loses Puder ausprobieren. Ich sehe gerade, es ist nicht mal richtig voll. 20 Gramm sind da drin. Und dafür habe ich jetzt halt bezahlt 5,07 €. 30% halt, ne? Finde ich echt gut. Habe ich gedacht, musst du mal ausnutzen. Wenn du 30% kriegst, dann nimmst das mal mit. Probierst das mal aus. Und das Catrice Nude Illusion, das hätte ich halt auch noch mitgenommen, aber da war nur noch eins da in meiner Farbe und das war schon geöffnet und benutzt und deswegen habe ich es nicht mitgenommen. Hat mich ein bisschen geärgert, weil die Dinger sind sogar zugeklebt von Catrice, also da ist so ein Klebestreifen drauf. Wieso macht jemand das bitte auf, wenn da ein Tester ist? Und verstehe ich nicht. Nein. So, was habe ich da noch mitgenommen bei Rossmann? Ich gucke gerade auf meine Quittung. Augen-Make-up-Entferner und Seife interessiert euch wahrscheinlich jetzt nicht so. Was euch interessieren wird, ist das hier. Das ist nämlich aus dem neuen Essence-Sortiment der neue Liquid Ink Matt Eyeliner. Essence. Den hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ich stand dann da vor dem Regal, habe gedacht, mal gucken, ob die die Neuheiten haben. Hab den dann gesehen, habe gedacht, matt, geil, Eyeliner, matt, meins. Mitgenommen. Hat gekostet 2,75 € und habe den dann auch direkt gestern, bevor wir nach Hannover gefahren sind, morgens aufgetragen. Der Pinsel, genau. Ich wurde auf Instagram nach dem Pinsel gefragt. Moment. Der ist sehr flüssig. Und der hat so einen Pinsel. Mein Akku blinkt schon wieder. Ja, so einen ganz feinen, den ich eigentlich nicht mag, Pinsel. Jetzt ist er noch glänzend, aber der wird gleich matt. Also der trocknet jetzt matt an. An sich eine geile Sache, aber um euch schon mal einen ersten Eindruck zu geben. Bei mir ist es so, ich bin ja nun schon ein bisschen über 30 und hier vorne sind bei mir schon meine Augenlider nicht mehr so straff. Das hat sich wirklich eklig angefühlt. Als der anfing zu trocknen, war das so richtig. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das fühlt sich richtig widerlich an, als ob sich das so zusammenzieht irgendwie. Er trocknet immer noch. Als ob sich das so zusammenzieht. Und als ich das dann so gestrafft habe, und um zu gucken, hatte das richtig. Das hat sich. Also, es hat so gebröckelt. Also, als ich dann das so gezogen habe, waren da Lücken drin. Das heißt, ich musste mir nochmal einen anderen Eyeliner nehmen und es nochmal nachziehen. Aber das war nur hier vorne wirklich am Anfang, wo es halt nicht mehr so straff ist. Ja, also bei den jüngeren Mädels, wo es halt alles noch in Ordnung ist, dürfte das kein Problem sein. Aber für mich ist es. Außen war es ganz toll, also der Wing und so, also hinten, das war wundervoll, war ganz einfach und easy, aber. Innen kann ich den nicht benutzen. Also ich könnte es innen was anderes benutzen und außen könnte ich den benutzen. Aber ansonsten, wie gesagt, dieses Gefühl auch innen, das war richtig widerlich. Und dann kommt Hannover. Meine Mutter muss denken, ich habe eine Vollmeise. Ihre Tochter hat eine Macke. Nein, sie kann nicht hören, was ich hier sage. Sie kann es sehen, aber nicht hören.
So, natürlich waren wir nochmal bei Rossmann. Ich dachte, ich musste eh nochmal zu Rossmann, weil ich meine Wunderkur vergessen hatte zu kaufen. John Frieda, Frisees Wunderkur. Zeige ich euch jetzt nicht. Und dann habe ich gedacht, wo ich schon mal drin war, ah, guckst du nochmal, ob die das New Delusion hatten. Und da war noch was anderes, was ich mir noch angeguckt hatte, was sie bei uns auch nicht mehr hatten. New Delusion habe ich gekauft. 0,30, Nude Beige. Hat mich jetzt gekostet, -30%, 5,21 €. Und etwas, was mich ebenfalls angelacht hatte, auch schon hier im Rossmann, der Matte Maker von Maybelline, den ich vielleicht gekauft hätte anstatt des Manhattan Make-ups, wenn das hier nicht ausverkauft gewesen wäre, kostete nämlich nur noch 3,11 €. Habe ich heute benutzt. Ich habe heute Catrice benutzt und das. Ich bin ja eigentlich eher so ein Fan von gepressten Pudern. Ist auch einfacher zu mitnehmen, finde ich, als so lose Puder. Dann waren wir noch kurz in Hannover beim Douglas, weil es da NYX gibt und da haben die auch sehr viel Auswahl. Unser NYX im Douglas wird immer weniger und ich habe das Gefühl, die füllen gar nicht mehr auf. Muss mal fragen, was da los ist. Da hatten die tatsächlich noch eine Farbe, die ich noch nicht habe, von dem Buttergloss, nämlich Eclair. Habe ich irgendwo letztens gesehen, habe gedacht, ey, die ist schön, warum habe ich die noch nicht? Habe ich mitgenommen, 5,99 € oder 6,99 €? Ich glaube 6,99 €. Habe ich jetzt noch nicht getragen, aber habe ich dann halt mal mitgenommen. Und natürlich waren wir auch bei Kiko. Ich hatte ja auf Twitter gefragt, ob es denn Kiko gibt in Hannover. Ich war mir nicht mehr so ganz sicher, weil ich ja gucken wollte, ob es vielleicht neue Farben gibt von den Stick-Eyeshadows oder ob es Farben gibt, die ich noch brauche, die ich noch nicht habe. Ich habe zwei gefunden, die ich noch nicht habe, wo ich gedacht habe, ja, mit denen könntest du noch was anfangen. Die anderen Farben waren jetzt nicht so meins und die Tester waren auch alle sehr, sehr ramponiert und sehr widerlich teilweise. Die beiden durften mit. 6,90 €, glaube ich, kosten die. Ich habe mitgenommen die 16 und die 19. 16 ist so ein lila Ton. Oh, jetzt habe ich noch die Lippenstift-Swatches auf der Hand. Das ist die 16, weil ich ja doch häufiger mal lila Töne trage auf meinen Augen. Claudia freut sich jetzt, ne? Und ein dunkles Grau. Das ist die 19. Und die sind ohne Glitzer oder so. Die glänzen zwar so ein bisschen, so ganz leicht, aber da sind keine Glitzerpartikel oder so drin. Und wenn die angetrocknet sind, ist der Glanz auch nicht mehr so extrem. Also ein paar von den Farben waren auch im Angebot, die leider nicht. Ja, und dann habe ich halt noch den Bronzer mitgenommen, den ich jetzt heute benutzt habe, den Kiko Bronzer. Ich glaube, den habe ich bei Saskia im Video gesehen. Ich habe die Nummer 104 mitgenommen. Der sah mir am kühlsten aus. Die anderen waren auch irgendwie alle am Glänzen und am Schimmern und mit Glow und keine Ahnung. Der sah jetzt relativ matt aus. Und ja, ich habe jetzt heute natürlich Blush und Highlighter noch drauf, aber Bronzer muss, finde ich, jetzt nicht auch noch glänzen. Das, also der kostet 9,90 € und den habe ich halt auch noch mitgenommen. Heute benutzt. Ja, ein bisschen viel heute drauf gemacht, ne? Ich weiß, aber muss auch mal sein, finde ich. Das Lustige war ja noch, ich wusste gar nicht mehr, dass die da einen Muji-Store haben. Und dann laufen wir da so die Straße lang und meine Mutter guckte nach links und da hatten die diese Aroma-Diffuser-Dinger irgendwie draußen. Und meine Mutter sagte nur so, oh, was ist das denn? Und ich habe das gar nicht gesehen. Ich wäre so dran vorbeigelaufen. Und ich gucke so und ich so, oh, Muji! Und ich so, ich muss da rein. Und sie so, oh, scheiße. Dann sind wir da reingegangen. Und ich wollte eigentlich, weil ich das ja schon bei Sophien gesehen habe, diese Teile kaufen, wo ihr eure Lippenstifte drin habt, dass man das von vorne so schön sehen kann, was das für Lippenstiftfarben sind. Aber da ich ja diese zwei Alex-Schubladen habe, ich brauche das ja eigentlich gar nicht. Also habe ich es da gelassen. Dann ist mir aber ja eingefallen, ihr habt das ja vielleicht gesehen in meinen Schubladen, dass immer noch so an der Seite ein Stück frei ist. Und da brauchte ich ja noch was. Und dann habe ich die gesehen. Und das passt genau da rein. 2,95 € kostet ein so ein Ding. Und das, da habe ich jetzt halt zwei mitgenommen. Und da passen sogar zwei aufeinander.
in die Schublade. Und jetzt habe ich auch was von Mutti. Der Regen hat jetzt auch aufgehört, passend zum Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte gerade sagen, lasst mir einen Daumen da, aber das machen wir ja nicht. Was ich trage, könnt ihr übrigens in meinem nächsten Paletten-Look-Video sehen mit der Semi-Sweet Chocolate Bar Palette. Falls euch das interessiert, da zeige ich das. Und ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss!